Okay, Frankreich hat schon ein Bündnis. Ich weiß nicht, wie es kommt, ja? Aber Frankreich ist verbündet mit Spanien. Spanien wurde eben von Frankreich fast erobert. Ich verstehe es auch nicht. Und wir haben unten eine Revolte in Rom bekommen. Richtig. Scheiße. Freiheitskämpfer. Scheiße. Ja, ich schicke zwei Bataillone runter. Alter, das gibt's nicht mit. Die haben sich eh gerade bekriegt. Das ist unglaublich. Oh, voll Kacke, dass wir Frankreich nur ein Gebiet abluchsen konnten, ey. Für diesen Krieg, den wir geschlagen haben. Wir müssen unser Militär auf jeden Fall noch verstärken. Wir brauchen mehr Soldaten. Wir müssen erstmal unsere Technologie Immerhin haben wir durch anpassen. den Krieg zwei neue Vasallen bekommen. Yep. Und zwei neue Provinzen. Frankreich ist übrigens auch mit dem Vatikan jetzt verbündet. Und das passt gut. Ja, aber wieso sind die mit Spanien verbündet, verdammte Scheiße? Fuck. Haben die so noch alle die Spanier? Sind die irgendwie grenzdebil? Scheiße, wir kommen nicht nach unten. Wir brauchen Militärzugang. Oh, das glaube ich ja wohl jetzt nicht. Das gibt es nicht. Ja, ich glaube, den können wir uns abhaken. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wir können keine Flotte machen. Wir brauchen unbedingt den direkten Zugang. Das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Herr Freiheitskämpfer, ich möchte Sie gerne bestechen. Bündnis. Warte mal. Wir müssen da irgendwie durchkommen. So, wir sind jetzt. Frankreich? Ach so. Ich habe jetzt ein Militärbündnis gebildet. Ja, wenn wir nicht so verkackt bei Venedig wären, aber die werden uns niemals einen Militärzugang geben, weil die Müssen mal schauen. Rivalität mit uns haben. Ja, wie besiegen wir jetzt 22.000 Leute da unten? Schiffe, wir müssen irgendwie Schiffe kriegen. Ja, wir bräuchten für eine 20.000er Armee bräuchten wir 20 Schiffe. Transportschiffe. Das ist richtig. Und die dauern mega Jahre. Ich werde versuchen. Es wird uns zwar jetzt Geld kosten, wie sonst was. Bist du da unten? Bist du Söldner geradeaus? Ja, ein paar Söldner und ein paar normale Infanterie. Okay, gut, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Okay, geht jetzt nicht mehr, weil wir keine Truppen haben zur Verfügung. Okay, versuchen wir das mal. Gott. 1600. Da müssen wir jetzt erstmal uns wieder gegen beruhigen. Was können wir mit Großbritannien machen? Wie viele diplomatische Kosten haben wir? Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir versuchen, Großbritannien auf unsere Seite zu ziehen. Die haben bestimmt auch ein Interesse, Frankreich wegzuklatschen. Ich glaube, aber die sind so dumm, um außerhalb der See beziehungsweise außerhalb ihrer Insel zu expandieren, außer mit Kolonien. Aragon! Gucken. Ja, die könnten ein kleines. Die haben auf jeden Fall mehr Interesse an Frankreich als Großbritannien. Gut. Aber Burgund hat auch ein Interesse, ne?
Ja, das ist richtig, aber Burgund werden wir uns wahrscheinlich niemals wieder verbünden können. Ja, richtig. Mit Aragorn schon eher. Richtig, ich bin gerade dabei, die Beziehung zu Aragorn zu verbessern. Alter, das können wir einfach total vergessen, den Militärzugang. Wir müssen Schiffe irgendwie schaffen. Ich hatte doch hier irgendwo was gehabt. Ja, tatsächlich hätte ich was gehabt. Wirtschaftlich sind wir jetzt wieder ganz schön gut eigentlich. Das Ja stimmt gut, wir haben allerdings. auch noch unsere volle Stärke, da stehen. Da sind noch ein paar aus, ne? Ja, kannst du die Geschwindigkeit mal ein bisschen hochdrehen wieder? Ja, warte. Wenn wir uns wenigstens militärtechnologisch echt mal ein bisschen weiterentwickeln könnten. Ja, es geht ja gar nicht. Manchmal hat. Kernprovinz erhalten. Aha. Scheiß behindertes Gebiet da unten. Scheiße. Wie nennt man das? Enklave oder so. Richtig, ja. Soldaten, ja, sehr schön. Die haben 9000 Soldaten bekommen. Hä? Durch einen Bonus. Sehr schön. Das stockt gut auf. Sonst Und bloß noch trotzdem sind mal. die weg. Ja, ist aber egal. So, Aragorn. Gibt es denn, würdest du. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das wird uns freuen. Aber 16, 13, komm, schneller, beweg dich. 2, 1. Fuck, warum ist Aragorn ein Rivale von uns? Auf einmal jetzt. Ne, Aragorn ist kein Rivale von uns. Doch, ist. Können wir das nicht wegnehmen? Ob es 580 ist, die bescheuert oder was? Was? Alter, wir können die Rivalen nicht bis 1580 wechseln. Ey, das ist doch nicht wahr. Was, wir wollten mal ein Bündnis schließen. Ja, wir können mit einem Rivalen kein Bündnis schließen. Alter, das Irgendwie. kann nicht sein, Bro. Es kann einfach nicht sein. Na gut, dann muss ich die Beziehung erstmal verbessern. Gut, was wir machen könnten, wir könnten wie die nicht nochmal zusammenschlagen. Ja, die sind nur verbindet mit den Rittern. Da müssen wir Das mal gucken. stimmt. Und dann nehmen wir uns da die Punkte wieder raus. Oh, guck mal. Jetzt müssen wir genug Männer haben. Na, ob das genug sind, das sind nur Söldner, die sind ziemlich schlecht. Die dürfen Rom einfach nicht einnehmen. Ach, Moral der Armeen minus 5%. Was? Ja, kam gerade wieder so ein scheiß Bonusfeld. So noch ein General drauf oder was? Ach, wir haben sogar noch einen. Sehr Wieso? gut. Ich würde Dann auch sagen, mal ein Angriff. ziemlich krasser, ne? Ja, ich würde sagen, Angriff. Wieso ist denn der Albrecht Achilles? Den hatte ich ja eben ausgebildet und in irgendeine andere Armee gesteckt. Das kann ich dir nicht sagen. So, ich werde jetzt die Söldner hier unten rausnehmen. Und dann wird revolutst. Okay. Dann können wir nochmal hier 1, 2, 3, 4 mal gleich rausnehmen. So.
Nee, Truppenregimenter. Ja, so ein scheiß Berater gestorben. Sechs. Und hier sind auch wieder Sechser aus. Moral der Armeen plus 10% oder Verstärkungsgeschwindigkeit plus 33%? Ich würde sagen Verstärkungsgeschwindigkeit, boah. Das ist, finde ich, fast besser. Im Moment bin ich der Meinung, könnten wir das gebrauchen. Und im Moment könnten wir auch mal eine neue Technologie gebrauchen. Wie immer. So, ja, eine neue Technologie wäre mal geil. Da die immer noch so viel kosten, ey. Richtig. Puh, 37.000 Mann müssen noch erzeugt werden. Ah ja. Werf mal bitte einen Blick nach oben. In den Norden unseres Landes. Du hast Schiffe gebaut? Ja, Transportschiffe. Zwar nur 10 Stück, aber das reicht ja. Um einer drohenden Eskalation entgegenzuwirken. Gott. Frankreich. Die gehen mir so auf den Senkel. Albanien mag uns. Ja. Wir haben wir auch aus der richtig Knechtschaft gelassen. Also ja. So ein dicker roter Fleck da unten. Ja. War was für einer, ein mordsmäßiger. Mal gucken, wie lange der. Wieso ist denn Albanien katholisch? Vielleicht aus Dankbarkeit. Vielleicht aus Dankbarkeit. Ich möchte endlich protestantisch werden.